Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie dafür ein paar Fragen noch zur Verfügung stellen. Keine Es Ursache. wäre schön, wenn Sie sich kurz vorstellen, Namen und auch die Funktionen im Jagdbeirat und so weiter. Also, mein Name ist Rüdiger Ruhe. Ich bin im Vorstand vom Kreisjagdverband Spree-Neiße-Cottbus e.V. und bin dort zusätzlich noch zuständig für die ganzen Fragen Naturschutzrecht. Und weiterhin bin ich Mitglied im Kreisjagdbeirat und Kreisjagdberater vom Kreis Spree-Neiße. Wo und wann haben Sie denn von dieser ASP-Geschichte erfahren? Gestern Abend, kurz nach 19 Uhr auf dem Ansitz, kam eine WhatsApp-Nachricht mit dem Artikel der MOZ, der gestern Abend dann rausgekommen ist. Und dann kamen natürlich erstmal die Fragen, stimmt das und so weiter und so fort. Dann hat man sich natürlich sehr schnell kurzgeschlossen. Und der Artikel wurde dann ein kleines bisschen revidiert von der Landesseite her. Da hieß es dann, es ist ein Verdachtsfall, weil in der MOZ hat man es ja schon als bestätigten Fall dargestellt, hat aber gleichzeitig, das Land hatte ja gleichzeitig schon gesagt, dass das Landesreferenzlabor in Potsdam, glaube ich, ja positiven Befund bestätigt hatte und dass man dann die entsprechenden Proben auf die Insel Riems zum FLI weitergelegt geschickt hat. Und jetzt in Ihrer Funktion im Jagdbeirat, was kommen da jetzt für Abstimmungssachen auf Sie zu? Also was läuft da derzeit schon? Naja, ich bin heute dann, nachdem heute früh der Krisenstab getagt hatte, bei uns im Landratsamt in Spree-Neiße, aber auch der Krisenstab im LOS-Kreis, weil das betrifft ja beide Kreise, es ist ja der Fall ziemlich nah an der Kreisgrenze, heute Mittag dann informiert worden von unserer Jagdbehörde über den kurz über den Stand der Dinge. Muss ich aber dazu sagen, der Stand war schon weitgehend bekannt, weil natürlich einerseits die Pressekonferenz schon von der Bundesministerin stattgefunden hatte, parallel dazu oder kurz danach die Pressekonferenz von der Ministerin Nonnemacher von unserem Ministerium in Potsdam und natürlich sich schon ein paar Sachen natürlich rumgesprochen hatten, die sich dann ja natürlich auch bestätigt hatten. Es sieht jetzt so aus, dass zurzeit noch die Planungsmaßnahmen laufen. Man weiß jetzt mittlerweile auf Seiten des Landrats, von Seiten des Landratsamtes, wie die nächsten Schritte erfolgen sollen. Sprich, es wurden auf alle Fälle die Fundstelle schon mal desinfiziert und großräumig markiert, dass da eben keiner weiter Zutritt dazu hat. Und es wird jetzt in nächster Zeit, also der Kreisveterinär von unserem Landratsamt hat sich dahingehend geäußert, dass es diese Woche leider wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Der Zaun um die sogenannte Sperrzone gezogen, sprich im Radius 1,5 Kilometer um die Fundstelle. Das wird ein Elektrozaun sein. Und der wird natürlich dann entsprechend markiert, dass Betreten verboten ist. Also in diesem Gebiet wird im Prinzip der Zutritt erstmal komplett eingeschränkt, sowie sämtliche Jagd-, Forst- und landwirtschaftliche Nutzung, beziehungsweise überhaupt Nutzung generell eigentlich. Also kein Pilze sammeln, sonst da was, irgend so eine Sachen. Und dann soll der umliegende Beobachtungsbezirk festgelegt werden. Der wird circa einen Radius von 15 Kilometern um die Fundstelle haben. Ist natürlich regional bedingt recht schwierig, weil oben das Schlaubetal anfängt. Sie werden das ja schon gehört haben auf der Sitzung heute Nachmittag bei der Pressekonferenz. Andererseits auf der anderen Seite das ehemalige Truppenübungsgelände von den sowjetischen Streitkräften anfängt, was ja eine sehr große Liegenschaft ist, die teilweise aber auch nicht betreten werden darf, wegen Fundmunition unter anderem. Auf der anderen Seite haben wir das polnische Grenzgebiet, wo natürlich eine Überschneidung zu den Beobachtungsbezirken von der polnischen Seite herkommen. Andererseits natürlich das Neißetal an sich
eine gewisse Barriere darstellt, aber auch natürlich eine gewisse Schwierigkeit darstellt, weil man gerade in Richtung Neuzelle hoch zum Beispiel, also was dann an der Grenze zum Nachbarkreis ist, doch geologische Gegebenheiten natürlich haben, die recht schwierig sind. Das sind erstmal die nächsten Schritte. Dann werden die sogenannten Kadaversammelstationen eingerichtet. Soweit ich das heute mitbekommen habe, wird eine Kadaversammelstation im Bereich Lieberose sein, wurde gesagt. Und wir haben über einen Landesforstbetrieb, also die Firma, die die Ausschreibung bekommen hat, ist die Firma Sekanim. Die sind für die Entsorgung dann zuständig. Werden wir eine Sammelstelle im Bereich Bernklau, Holzhof, Forstgeländer dann haben. Aber wie das genau aussehen wird, also es ist ein Gebäude da, es ist ein Container da, wie dann das mit den Zutritten geregelt werden soll und so weiter und so fort, das weiß ich jetzt noch nicht. Dann denke ich, wird es so verlaufen, dass wir nächste Woche uns auf alle Fälle im engeren Rahmen erstmal zusammensetzen werden, im Landratsamt nochmal, und dann ziemlich schnell eine Jagdbeiratssitzung einberufen werden, wo dann natürlich auch die Hegegemeinschaften mit dabei sind jetzt, damit man so schnell wie möglich die Informationen natürlich auch an die Breite geben kann, um auch eine gewisse Panik zu vermeiden jetzt. Unter den Jägern ist natürlich jetzt eine sehr starke Verunsicherung, weil auch von jedem ein bisschen andere Meinungen kommen jetzt, beziehungsweise Nachrichten kommen. Zum Beispiel hat die Frau Neunemacher geäußert, dass im Radius von 15 Kilometern die Bejagung komplett eingestellt werden soll. Ist ein absolutes Unding, ist auch nicht in der Konzeption so vorgesehen. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Es geht um den Kernbezirk. Da will man die Sauen in Ruhe lassen, damit sie aus diesem Bezirk nicht ausbrechen. Und da wird dann bloß die Fallwildsuche durchgeführt, um zu sehen, ob dann alle Stücken verendet sind, beziehungsweise ob noch Stücken in dem eingezäunten Bereich sind. Und in dem äußeren Bereich ist eigentlich die Zielstellung verstärkte Bejagung natürlich unter der Sicht tierseuchenrechtlicher Anordnung, was natürlich auch, wie soll man sagen, in der Hinsicht dann zutrifft, dass Jagd- und Weidgerechtigkeit hinten anstehen müssen wahrscheinlich, aber auch Naturschutzrecht hinten anstehen wird, Tierschutz wahrscheinlich im gewissen Sinn auch hinten anstehen wird, weil man dann wirklich versuchen wird, so schnell wie möglich die Sauen zu dezimieren, beziehungsweise die Rotten wirklich zu bekommen, dass man eben so wenig wie möglich nach Außenwirkung hat jetzt. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen bloß, dass dieses Stück in einem Maisacker lag und schon um die 3 Wochen drin war. Es war schon stark verwest. Es wird jetzt versucht festzustellen über das FLI hinsichtlich Genetik. Sie können ja polnische Proben vergleichen, ob eventuell eine direkte Zuwanderung von einem Einzelstück passiert ist oder ob es aus dem Rottenverband raus ist bei uns, sich irgendwo angesteckt hat über zum Beispiel weggeworfene Wurstwaren. Die Wahrscheinlichkeit besteht ja natürlich auch. Das wird sich die nächsten Tage, denke ich mal, auch im Bereich der Fallwildsuche natürlich relativ schnell darstellen, ob wir eine erhöhte Anzahl von Fundstücken haben, Kadavern haben. Wenn das passieren sollte, dann wissen wir natürlich, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Auf polnischer Seite, wie weit waren denn da die Fälle, die positiven Fälle auf polnischer Seite noch von der deutschen Grenze weg? Also das hat ja angefangen im Dezember vorigen Jahres und ist ja so ca. 80 Kilometer zu Anfang weg gewesen und ist dann immer sukzessive immer näher gekommen, so in 10 Kilometer Sprüngen. Und wir waren im Durchschnitt dann so 25 bis 40 Kilometer weg. Wir hatten im März natürlich einen Fall im Bereich Forst gehabt, der schon fast 10 Kilometer ran war an die Grenze. Also das hat bedeutet, ein paar hundert Meter näher ran, dann wäre bei uns schon der erste Beobachtungsbereich entstanden, diese sogenannte gelbe Zone. Was in Polen natürlich gerade jetzt in unserem Nachbarlandkreis sehr stark auftritt, ist, dass die afrikanische Schweinepest in den Schweinemastanlagen, in den Schweinezuchtbetrieben auftritt. Also das sind jetzt mehrere Fälle, weit über 10 mittlerweile.
mit doch einer auch erheblichen Anzahl, die dann sofort gekeult wurden. Und das ist natürlich für die polnische Wirtschaft, die natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen auch arbeitet wie bei uns, doch erheblich, was da abgeht, muss man sagen. Also die haben sehr, sehr viele Fälle mittlerweile. Es breitet sich auch sehr stark im Süden aus, Richtung Slowakei, was wir die ganzen Jahre nicht hatten. Das kommt jetzt doch sehr stark von der ukrainischen Seite jetzt, Slowakei Richtung Ungarn rüber. Ungarn hat natürlich auch eine sehr starke Ausbreitung zurzeit Richtung Österreich. Also die Österreicher sitzen auch schon ein bisschen auf heißen Kohlen. Wir wussten, dass wir es eigentlich nicht aufhalten können. Man hat ja dann relativ schnell reagiert, hat ja den Zaun dann bei uns gezogen. Aber es ist natürlich im Prinzip ein ganz normaler Elektrozaun mit 80 cm oder 1 Meter maximal Höhe. Und wir kennen das selber, sie sind ja selber Jäger. Wenn die da durch wollen, dann wollen die da durch. Und dann hält da eine Sau nichts auf. Und ja, im Prinzip wusste man, dass das keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Das Schwein, was jetzt gefunden wurde, Sie gehen also auch davon aus, dass es wahrscheinlich keine Transitübertragung ist, sondern zugewandert ist? Also wir haben ja immer wieder Vermischung aus dem polnischen Bereich gehabt. Die Neiße hat im Prinzip keinen geografischen Grund dargestellt, jetzt da nicht nach Deutschland einzuwandern. Wir hatten ja bis vor ein paar Wochen fast gar kein Wasser an der Neiße, also es war sehr, sehr wenig Wasser drin, auch den ganzen Winter über, so dass die Sauen im Prinzip mehr oder minder trockenen Fußes zu uns rüber wechseln konnten. Dann ist es schon immer so gewesen, dass während der Rauschzeit auch ein gewisser Austausch der Rotten und Keiler stattgefunden hat. Also das ist eigentlich nichts Neues gewesen und gerade bei uns im Grenzgebiet, die Jäger jetzt zum Beispiel Griesen oder Neuzelle rüber, Pussack rüber, die kannten die Problematik, die wussten ganz genau, wo ihre Wechsel lang gehen. Das war eigentlich klar, dass da durchaus auch was rüberkommen kann. Und ich denke mal, dass es aus einer Rotte raus ist jetzt. Also wir müssten das normalerweise dann eigentlich im näheren Umkreis sehen, weil ja durch die relativ geringe Inkubationszeit beziehungsweise dann durch die hohe Sterblichkeit von fast 95%, ja, eigentlich, wenn andere Rottenmitglieder infiziert wurden, auch im Umkreis von mehreren hundert Metern oder wenigen Kilometern mehrere andere Stücke gefunden werden müssten. Wenn das so zutrifft, wissen wir natürlich, dass man da dann großräumiger denken müssen, dann wird natürlich dieser sogenannte Sperrbezirk nochmal komplett angepasst werden müssen. Das ist der Situation geschuldet, das sehen wir auch in Polen so, das sehen wir in den anderen Ländern so. Das wird natürlich dann entsprechend schwer werden, die Aufgabe wird dann immer schwieriger, das ist klar. Wir hoffen mal, dass es eventuell wirklich bloß eins war, aber die Chance ist eigentlich relativ gering. Haben Sie denn mitbekommen, also oder wurden Sie informiert, war da ein Informationsaustausch, was auf polnischer Seite für Maßnahmen gelaufen sind? Also die Behörden untereinander haben miteinander geredet, die haben auch zusammen Sitzungen gehabt, weiß ich, weil es ja um die ganze Planung auch ging hinsichtlich Zaunbau, Stationärzaun und so weiter. Bei mir persönlich war es so, ich bin mit der polnischen Behörde ein bisschen vernetzt übers Internet. Also ich habe Zugriff auf ihre aktuellen Karten, auf ihre aktuellen Daten jetzt. Die haben sie auch eigentlich immer relativ zeitnah rausgebracht, muss man dazu sagen. Direkt vom Landesveterinäramt ist das ja gekommen. Die haben das ja sehr zentral bei denen gehandhabt. Und dadurch war man über die aktuellen Daten eigentlich schon auf dem Stand der Dinge. Durch Corona war es so gewesen, dass auf polnischer Seite eine Zeit lang ziemlich mau war mit Daten. Also da waren dann relativ wenig Fälle, die gemeldet wurden. Aber wo das dann losging, wo praktisch im Juni war das, glaube ich, der erste Fall in der Schweinemastanlage drin war, ging das dann rapide aufwärts. Also das wurde so schnell immer mehr. Also die haben ja wahnsinnig viele Fälle auch schon als Wildschweinfunde jetzt.
Das sind ja immer Cluster, das ist ja nicht ein einzelnes Schwein, das sind ja die Fundstellen, die ja dann markiert werden. Da sind wir jetzt schon in Polen bei über 3.200 oder sowas. Und voriges Jahr waren wir insgesamt bloß bei 2.700. Also sieht man die eindeutige Ausbreitungstendenz. Dieses ganze Gebiet, was praktisch jetzt östlich von uns ist, hat sich bis Poznan, bis Wielkopolskie, also Großpolen, in die nächste Wojewodschaft schon reingezogen. Auf der anderen Seite bis runter, kurz vor Breslau, also das ist mittlerweile ein Riesengebiet geworden. Und ja, die haben richtig Arbeit. Heute gab es ja eine Pressekonferenz im Landratsamt, soweit ich weiß. Können Sie ein bisschen was wiedergeben, was da gesagt wurde? Es wurde erstmal informiert, was natürlich genau passiert ist, was abgelaufen ist, dass das Fundstück positiv getestet wurde. Und dann wurde kurz der Ablaufplan vorgestellt, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, was dann so als nächste Maßnahmen geplant sind. Ich war selber bei der Pressekonferenz nicht anwesend. Ich habe im Prinzip erst 3/2 davon erfahren. Das war sehr kurzfristig gewesen. Ich denke mal, dass ich da im Nachgang natürlich über die Behörde noch was bekommen werde. Und wir das dann natürlich, wir sind eigentlich sehr gut vernetzt mit der Behörde, auch über den Kreisjagdverband und über den Jagdbeirat grundsätzlich. Die ganzen Hegegemeinschaften haben da eigentlich immer gute Ansprechpartner gefunden. Und ich denke mal, dass das dann auch sehr zeitnah rausgetragen wird auf die Fläche, so ähnlich wie das in LOS auch passiert ist. Und ja, das sind im Prinzip überschlägt sich ja die ganze Sache. Also die Meldungen, die gehen im 10-Minuten-Takt so ungefähr jetzt. Und da kommen so viele Sachen von außen, von überall rein. Man muss das ja alles ein bisschen erstmal sortieren, die ganze Sache. Und deswegen muss man das auch ein bisschen verstehen, dass jetzt von Seiten des Landratsamtes da ein bisschen versucht wird, den Ball flach zu halten, ein bisschen ruhig zu machen, damit nicht überstürzt eine Meldung zum Beispiel rausgeht, die dann irgendwo revidiert werden muss, was natürlich dann immer wieder mit Problematik behaftet ist. Und damit man eben diesen ganzen Hype, der zurzeit läuft, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist Wahnsinn, wie das jetzt gerade im Internet in allen Foren bearbeitet wird, mit allen möglichen Meinungen, vor allen Dingen eben auch von Außenstehenden, die alle von außen eine Meinung haben dazu und uns betrifft es jetzt vor Ort und wir müssen ja mit dieser Situation auch erstmal, wir müssen sie ja lernen, wir haben die Situation noch nicht gehabt und wir müssen die Situation lernen und wir müssen jetzt sehen, was wir für eine Möglichkeiten haben, wie wir diese Möglichkeiten umsetzen können. Ich hoffe, dass bei den weiteren Vorgehensweisen die entsprechenden Jäger mit eingebunden werden. Also das wäre mein Anliegen auf alle Fälle, dass nicht über Behörden von oben herunter, über Bundesministerium oder Landesministerium herunter entschieden wird, so wird das gemacht und Daumen drauf und fertig, weil es betrifft ja nicht nur die Jäger, es betrifft ja die Landwirtschaft, es betrifft im Prinzip den Touristiksektor, eventuell jetzt dann im Schlaubetal. Das wird schon noch Ausmaße annehmen und uns betrifft es alle. Und es betrifft ja auch die Jäger, es geht ja um die ganze Problematik, wie geht es weiter mit der Jagd, wie geht es weiter mit Wildschaden, wie geht es weiter mit Bejagung Schalenwild und so weiter und so fort. Es sind ja große Landeswaldbestände da oben jetzt anschließend. Und viele, viele, viele Fragen, die im Prinzip noch nicht geklärt sind. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns alle da zusammen immer an den Tisch setzen können und dann eine Lösung finden können, die natürlich auch funktionieren. Weil es wird viel, viel Arbeit auf uns zukommen, das ist auf alle Fälle sicher. Es sollen ja jetzt in dieser zweiten Zone sozusagen, haben Sie ja gesagt, soll die Jagd intensiviert werden. Wie sehen Sie das mit der Verwertung zum Beispiel? Ja, das ist jetzt eine große Problematik. Es wird so laufen, dass ja die anfallenden Wildkörper bzw. jetzt das geschossene Wild und die Kadaver ja zentral gesammelt werden sollen und dann beprobt werden sollen.
Und dann müssen sie ja erstmal, bis die Beprobung durch ist, ja gesichert werden, dass keiner Zutritt hat und irgendwas sich kontaminieren kann eventuell und so weiter und so fort. Die Sache ist natürlich sehr problematisch. Wenn ich ein Stück schieße und die Sau mir reinhänge in die Kammer und die Sau hat dann im Nachgang ASP, bedeutet das, dass ich die Kammer mindestens 1,5 Jahre nicht mehr nutzen kann. Weil der Virus ist natürlich relativ stabil. Das muss ja dann alles desinfiziert werden und so weiter und so fort. Und dann wird die Kammer gesperrt. So ist eigentlich angedacht. So, und das bedeutet, dass im Prinzip mit ziemlicher Sicherheit sich kaum einer ein Stück reinhängen wird. Also wird das alles über die zentralen Annahmestellen, jetzt zu Verwertungsstellen, dann laufen. Und dann ist natürlich für uns das Problem, der Makel haftet uns jetzt an, afrikanische Schweinepest. Heute kam schon die erste Meldung, Südkorea hat sich sofort rausgezogen aus dem Exportmarkt, da haben sofort die Exporte von Deutschland gestoppt, ist schon gemeldet worden. Also das geht jetzt ganz schnell. Und das betrifft aber unsere Wildhändler im Endeffekt im kleinen Bereich auch. Die Wildhändler, die jetzt hier rundherum sind, die haben jetzt ein großes Problem. Weil das, was an Schweinefleischprodukten bei denen vorhanden ist, darf nicht mehr in Handel gebracht werden. Das ist EU-Recht und da können wir uns natürlich nicht drüber stellen. Das geht nicht so ohne weiteres. Ob man das auf Dauer so handhaben wird, das ist eine ganz andere Frage. Das hängt natürlich auch von der Befallssituation ab, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass wir eine sehr hohe Durchseuchung haben, dann geht es im Prinzip wirklich nur um Abschüsse tätigen und so schnell wie möglich aus dem Gebiet rausschaffen, Flächen desinfizieren. Das geht ja, ist ja das Weitere, das sind ja alles so eine Sachen. Was passiert mit den Fahrzeugen der Jäger? Wie machen wir das? Wie werden Kleidung und so weiter und so fort jetzt? Das spielt ja alles eine Rolle jetzt. Man hat ja Kontakt mit den Stücken. Ja, ich kann sie ja nicht einfach im Wald liegen lassen. Das funktioniert ja nicht. Eben bei dem Termin im Nachbarkreis, da sagte die Veterinärin, dass also die haben diese Sekanim-Tonnen auch teilweise bei sich stehen, ja, da können die Stücke entsorgen. Die sollen auch die Stücke teilweise selber bergen, hat sie gesagt. Ja. Es gibt aber auch Bergekommandos, aber das ist natürlich ein Riesenpunkt. Will ich mir jetzt, sagen wir mal, ein Stück Fallwild ins Auto packen und das zu mir nach Hause schaffen? Eigentlich nicht. Nein, wir haben auch über die Firma Sekanim, da gibt es sogenannte Leichensäcke, die biologisch abbaubar sind jetzt. Da soll man dann die Stücke reintun. Ich sage mal so, wenn man ein kleineres Stück hat, jetzt Frischling oder kleinen Überläufer, 40 Kilo oder so, mag das alles noch irgendwo funktionieren. Wir haben das aber auch bei der Übung jetzt festgestellt, die wir vor ein paar Wochen hatten, wenn die Stücken dann größer sind und man als ein Mann Betrieb dann im Wald steht, ist das im Prinzip gar nicht mehr handhabbar. Und wie gesagt, es geht ja trotzdem um das Thema, wie dann weiter. Die Tonnen, die sind so hoch. Sie können ja mal probieren, da einen 60-Kilo-Sau reinzuwuchten, ohne umliegende Flächen zu kontaminieren und so weiter und so fort. Weil die sind ja dann im Prinzip luftdicht versiegelt, werden ja verschlossen, kommt ja ein Schloss ran und dann werden sie geholt über verschlossene Container und werden ja nach Gentin dann gefahren zur Verbrennung. Und das ist ein Aufwand, der im Prinzip für einen privaten Jäger eigentlich kaum zu stemmen ist jetzt. Wir haben auch diese Bergekommandos. Diese Bergekommandos werden natürlich erstmal vordergründig bei der Fallwildsuche mitarbeiten, weil da wird es ja dann wirklich um systematische Absuche gehen mit einem relativ hohen Personalaufwand, das ist erstmal klar. Wie das genau laufen wird, woher das Personal kommt, ist noch eine ganz andere Frage. Also Landesforst wird sich daran beteiligen und so, das wissen wir schon. Aber wir können nicht jetzt alle Feuerwehrkräfte einbinden oder sowas, das ist definitiv nicht machbar. Weil das, da würde im Prinzip die Logistik zusammenbrechen jetzt, das geht nicht. Aber es gibt ja noch Thema Polizei, Bundeswehr, THW als unterstützende logistische Einheiten und so weiter und so fort. Werden wir sehen. Die Fallwildsuche an sich ist relativ kompliziert. Ich war bei der letzten Übung mit anwesend gewesen. Und da mussten wir feststellen, das muss man so sagen, dass man im Prinzip auf einer Wiese mit einem Abstand 10 Meter
Da hat man nur Reste von einer Wildsau, also ja, schon halb verwitterte Knochen hingelegt gehabt, mit einem 30 cm hohen Gras nicht mehr findet. Also musste man das ganze System umstellen. Wir haben verschiedene Versuche gemacht, was eben dann am sinnvollsten ist. Ja, dann ist man auf einer normalen ebenen Fläche, auf einer Wiese, auf einen Abstand von 4 Metern gekommen. Bei einer normalen Personenstreife. Das mag noch irgendwo gehen, aber im Wald ist das utopisch. Im Wald hat man Unterholz, im Wald hat man Gelände, hat man umliegendes Holz, Stummen, Bäume. Man geht automatisch aus der Reihe raus. Wir haben das getestet mit einem Frischling, ca. 8 Kilo. Da haben wir festgestellt, dass man im Abstand von 2 Metern gehen mussten. So, und dann merkt man erstmal, was für ein Personalaufwand ist. Zu lang darf die Reihe aber auch nicht werden, weil das ist unheimlich schwierig, im Prinzip eine gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das muss eben dann in Gruppen passieren und da müssen auf alle Fälle dann die Ortsansässigen mit dabei sein, die ortsansässigen Jäger dabei sind, die wirklich die Flächen auch kennen und die eben dann auch die Gruppen einweisen können, wie man läuft, wie es am günstigsten ist. Geht ja auch zum Beispiel dann darum, bei Flächen, wo man weiß, dass jetzt noch lebendige Stücke drin sind, wie geht man es an, mit dem Wind, Gegenwind, jetzt ist die Zielstellung, die anderen Stücke noch zu erlegen oder lässt man sie abspringen zum Beispiel. Das sind alles so eine Fragen. Im Maisacker haben wir als Bestes rausgefunden, dass man im Prinzip alle 3 Reihen jemand reinstellt. Sonst sieht man nichts mehr drin. Wenn der Mais 3 Meter hoch ist, gucken sie nämlich über 2 Reihen nicht mehr drüber weg. Und das geht nicht nur um die großen Sauen. Es geht wirklich bei Fallwildsuche auch um Kadaver, die teilweise angeschnitten wurden vom Wolf, von Krähen, vom Fuchs und so weiter und so fort. Beziehungsweise wirklich schon verwest sind jetzt, wo aber das Material, das Virusmaterial auch in den Knochen drin ist, was sich teilweise bis zum Jahr oder noch länger in dem Knochenmaterial bei günstiger Witterung halten kann, im Boden sogar noch länger. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das muss man auch den betreffenden Personen erstmal ein bisschen beibringen mit Fallbildern oder so eine Sachen, dass die wirklich wissen, worauf sie sich konzentrieren müssen. Sonst laufen die da glatt weg vorbei, wenn die da einen Schädel finden oder einen Unterkiefer zum Beispiel. Weil sie gar nicht das für voll nehmen, dass das ja eine Sau ist. Die gehen eben davon aus, da liegt so ein Koffer da. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Also wir haben festgestellt, so 2 Stunden intensiv arbeiten, dann muss man erstmal eine längere Pause einrichten, damit man runterkommt, sich wieder konzentrieren kann. Jetzt haben wir zum Glück ein bisschen kühlere Witterungsbedingungen, aber wo da vor ein paar Wochen noch 35 Grad waren im Maisacker drin, das kann man ja mal machen. Wir als Jäger wissen, wie das da drin abgeht, wenn man mal eine Nachsuche mit einem Hund hat. Und wenn das Leute machen, die das noch nie gemacht haben, da geht man auch ganz schnell an die körperlichen Grenzen natürlich dann ran. Also da muss die ganze Logistik rundherum natürlich stimmen, Verpflegung und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr aufwendig, das wissen wir. Wie sieht das aus, Thema Drückjagden zum Beispiel? In der zweiten Zone, dürfen da Drückjagden stattfinden? Da hat man sich eigentlich noch nicht so richtig geäußert. Also ich weiß, dass auf polnischer Seite es definitiv gemacht wurde. In der Tschechei hat man es auch gemacht, in Weslin unten, da hatte man ja dieses begrenzte Befallsgebiet, wo man relativ schnell, es waren dann ja eine relativ geringe Fläche gewesen, relativ schnell das eingrenzen konnte und das sehr radikal bejagt hat und dann auch relativ schnell innerhalb von einem Jahr Ruhe hatte. Ich selber würde es befürworten, aber es ist natürlich auch ein hoher Aufwand, weil da im Prinzip dann ja alle Reviere eingebunden werden müssen. Es muss natürlich auch sinnvoll sein, es bringt nichts, dass dann irgendwo Sitze auf dem blanken Acker gestellt werden, aber man muss natürlich versuchen, ja, alle Gebiete natürlich einzubinden, dass man nicht irgendwo große Lücken lässt, dass sie da dann ausbrechen können. Es verlangt natürlich sichere Schützen. Also das ist kein Sonntagsspaziergang, wo man jetzt mal spaßeshalber so Klingeltreiben macht hier, wie man das früher kannte.
schön Schüssel treiben und der Tag war schön gewesen. Das ist dann nicht die Zielstellung. Da geht es wirklich um Strecke machen. Und dass das nicht nur Spaß machen wird, das wissen wir eigentlich. Wie sieht denn die Streckenentwicklung hier im Kreis aus? Ja, die ist stark gestiegen. Also wir haben ja 2015-16 als Referenzstrecke, ja auch für die Schwarzwaldprämie bei uns, also die Allegra-Prämie. Wir bekommen ja hier die 50 Euro für alle Stücken, die über diese Streckenreferenz geschossen werden, je nach Jagdbezug natürlich. Und die hat sich sehr stark entwickelt. Also wir hatten dann 17-18 absolutes Hoch mit fast 6.500 Sauen. 18-19 war dann ein bisschen weniger gewesen, da war dieser Einbruch, der war aber fast überall in der ganzen Bundesrepublik gewesen. Da waren wir bei knapp 6.000 auf Landkreisebene und voriges Jahr waren wir bei knapp 7.000. Also das war schon, mein lieber Mann, da, das war auch Arbeit. Also wir haben hier Gebiete, die haben in ihrem Jagdgebiet 100 Zaun und mehr geschossen und das ist schon viel. Weil da waren wir ja eben beim Thema Vermarktung und wenn, sagen wir mal, die Anstrengungen noch mehr werden sollen, noch mehr zu erlegen, dann könnte das natürlich so ein Problem werden. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel der Absatz nicht gefunden wird und dann wäre der nächste Schritt, dass vielleicht auch Stücke entsorgt werden müssen? Tja, vor der ganzen Problematik stehen wir eigentlich schon eine ganze Weile. Das ist uns mit Corona schon erstmal richtig auf die Füße gefallen. Weil für die kleineren Wildverarbeitungsbetriebe, die hier aus der Region sind jetzt, also die Regionalverwaltten, natürlich die Wochenmärkte weggefallen sind und dann natürlich Hotellerie, Gastwirtschaft, Krankenhäuser, Pflegeheime, so eine Sachen. Das haben wir sehr stark gemerkt. Wir haben natürlich den Großhandel gemerkt. Die haben sofort die Preise runtergeschoben. Also wir waren da bei Preisen bei ca. 10 Cent fürs Kilo. Also wie in Mecklenburg oben, das nimmt sich alles nichts, das ist alles im Prinzip in der Größenordnung. Jetzt sind sie wieder ein bisschen hochgegangen. Aber es ist wirklich so, dass bei vielen oder bei einigen Jägern die Meinung immer noch vertreten ist, ja, solange ich das Stück nicht vermarkten kann, wird es auch nicht geschossen, die dann wirklich absichtlich den Finger gerade sein lassen. Und das geht natürlich in der jetzigen Situation nicht mehr, weil man sieht ja, was passieren kann. Und wir wissen natürlich, dass jetzt ja erstmal im direkten Gefährdungsbereich natürlich gar nichts mehr vermarktet werden kann. Und jedes Stück, was man noch irgendwie hätte vermarkten können oder jetzt noch vermarkten kann, würde ich natürlich befürworten, sofort zu erlegen und zu veräußern. Und alles andere wird sich wahrscheinlich dann wirklich, naja, mit der Abschussprämie auch entwickeln. Also ich denke mal, dass da das Land reagieren muss. Es wäre ja nächstes Jahr sowieso bei uns der Vertrag ausgelaufen. Also dann wäre ja der Landkreis wieder raus gewesen, dass wir dann hätten die 50 Euro bekommen. Und da müssen wir dann erstmal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Aussage vom Landkreis war ja gewesen, das ist ja dann ein solcher Fall. Und da greifen ja dann sowieso die Bundesinstitutionen und die Bundesmittel. Das müssen wir jetzt sehen, wie sich die nächste Zeit sich das entwickelt. Aber ich denke mal, dass im Umliegenden sich die Jäger natürlich jetzt ein bisschen zurückhalten werden, weil man auch natürlich Angst hat. Es wird ja jetzt definitiv erstmal alles beprobt werden. Davon gehen wir jetzt ganz stark mal aus, dass irgendwo was auftaucht. Und das würde ja bedeuten, dass wir natürlich dann sofort wieder einen neuen Hotspot haben und so weiter. Und ehrlich gesagt, das möchte ja keiner in seinem Revier haben jetzt. Das ist ja die Jagd dann erstmal in dem Sinne, so wie wir sie kennen, vorbei. Wissen Sie denn, gibt es da schon konkrete Pläne, was Entschädigung angeht? Also die Amtstierärztin jetzt im Nachbarkreis sagte, klar, wenn jetzt ein Stück gestreckt wird und das wird positiv beprobt, dann muss es entsorgt werden. Wissen Sie, ob es da irgendwelche Pläne gibt? Nein, also weder auf Bundesebene noch auf Landesebene. Es war ja jetzt schon keine einheitliche Lösung vorhanden. Also es hat ja jeder Landkreis ein bisschen anders gearbeitet. Bei uns war es ja auch damit begründet, weil wir natürlich sehr viel
wasserwirtschaftliche Anlagen Kategorie 1 haben, Spree und Neiße jetzt zum Beispiel, viele Deichanlagen drin haben. Das ist dann so ähnlich wie jetzt im Oderbruch zum Beispiel zum Schutz der Deiche. Und dadurch ist das zustande gekommen, dass wir in diese 50-Euro-Kategorie erstmal mit reingekommen sind. Ich weiß zum Beispiel, der Nachbarlandkreis, die bezahlen 70 Euro. Es macht jeder ein bisschen anders. Und da wäre es natürlich jetzt erstmal wichtig, dass man da eine einheitliche Richtlinie findet jetzt. Und also im Prinzip müssen sie reagieren, weil sie müssen ja den Jägern auch irgendwo einen gewissen Anreiz geben, dass sie sich daran beteiligen. Es ist natürlich im eigenen Interesse des Jägers, dass so schnell wie möglich die Situation bereinigt wird bzw. jetzt eingegrenzt wird. Aber eigentlich wissen wir, dass es eine sehr langwierige Sache ist, sich das natürlich auf das gesamte Gesamtjagdverhalten auswirken wird, auf die Jagdgenossenschaften auswirken wird, weil die Jagdgenossenschaften ja auch mit den Pachten arbeiten. Wie wird es mit den Pachten weitergehen? Die Aussage vom Landratsamt ist gewesen, das ist privatrechtlich, da müssen wir uns selber drum kümmern. Wurde uns im Dezember auf einer Schulung gesagt. Das sind alles jetzt natürlich Fragen, die auf uns einstürzen und die Flächen, die dann in dem Quarantänegebiet bzw. dann in dem Überwachungsgebiet sind, werden ja dann definitiv unter tierseuchenrechtlicher Anordnung bejagt und bewirtschaftet werden. Und da müssen natürlich dann sofort, muss dann reagiert werden hinsichtlich Pachten, hinsichtlich Wildschaden und so weiter und so fort. Die Frage ist ja auch, werden die anderen Wildarten weiterhin bewirtschaftet oder hält man komplette Jagdruhe? Das wissen wir eben leider noch nicht. Jetzt darüber kann man sich einen Kopf zermartern, aber das wird sich die nächsten Tage und Wochen ergeben. Also da sind noch viele Sachen, die Landratsämter und die Behörden wissen das selber noch nicht, muss man ganz ehrlich so sagen, so hat man den Eindruck. Man hat viele Jahre Vorbereitungszeit gehabt. Wir wissen seit 2012, dass es die ASP in Europa gibt. Man hat seit 2014 die ASP in Polen. Man konnte die Situation beobachten, man hat diese Sprunginfektionen gesehen, durch was auch immer. Wir haben bei uns ja hier auch größere Schweinemastanlagen im Landkreis, die zum Beispiel eben dann keine deutschen Arbeitnehmer mehr haben, wo dann Arbeitnehmer aus Weißrussland zum Beispiel drin sind oder Ukraine oder Polen jetzt zum Beispiel, wo dann schon alleine durch eventuellen mangelnden Seuchenpräventionen jetzt irgendwas reingebracht wird und schon ist es passiert. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn es eben so eine großen Schweinemastanlagen, wie jetzt zum Beispiel in Tomitz bei Fitschow mit 59.000 Stück, das sind dann schon richtige Zahlen. Also wir haben jetzt hier bei uns im direkten Zollgrenzbereich insgesamt 4-5 Schweinemastanlagen bzw. Zuchtbetriebe stehen mit insgesamt 25.000 Stück. Das geht aber bis zur sächsischen Grenze runter, also das ist jetzt nicht alles hier oben im direkten Bereich um Schenkendöbern rum. Aber bei uns im Landkreis ist es eine Schweinemastanlage, die wahrscheinlich in den roten Bezirk mit reinfällt. Und auf der anderen Seite Neuzelle, die Schweinemastanlage, die haben auch ca. 4.000. Und wie es mit denen weitergeht, mit den Bauern weitergeht, das weiß natürlich noch keiner. Okay, und was würden Sie jetzt den Jägern empfehlen, auch in den umliegenden Gebieten? Was würden Sie denen empfehlen, auch was die Bejagung angeht? In den Gebieten jetzt, die unter Seuchenschutz stehen, die jetzt im Prinzip seuchenrechtlich bewirtschaftet werden, da haben wir zurzeit keine Handhabe, da kann man im Prinzip wirklich was abwarten, was eben angeordnet wird. Und in den anderen Gebieten, ja, so viel wie möglich Strecke machen. Natürlich unter den Regeln des Tierschutzes, der Weitgerechtigkeit. Das trifft ja für diese Gebiete nicht zu, dass man da jetzt anders arbeiten müsste. Und wenn die Möglichkeit besteht, uns in den betroffenen Gebieten unterstützen mit Manpower, mit Material eventuell, Drohnen eventuell oder ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier auch schon ausgebildete Hunde gibt zum Beispiel für die Suchen.
diese Mentrailerhunde bzw. die Leichenhunde jetzt. War ja auch in Brandenburg angedacht, aber ob man jetzt wirklich das schon fertig ausgebildet hat, wie es jetzt zum Beispiel in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen gemacht wurde, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir zusammenhalten, das betrifft uns im Prinzip alle. Es wird die Jagd nachhaltig verändern, das ist definitiv so. Und wir können nur hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird. Was denken Sie, wenn jetzt in bestimmten Gebieten, wenn der Schwarzwildbestand extrem zurückgeht, wird das auch vielleicht Auswirkungen haben auf andere Arten, zum Beispiel aufs Niederwild, oder was könnte es auch für Auswirkungen haben auf die, ja, auf die anderen dort lebenden Arten? Ja, also die Auswirkungen werden definitiv da sein. Es wird sich eine Veränderung in der Zusammensetzung des Wildbestandes oder des Tierbestandes an sich, denke ich mal, schon ergeben. Man muss ja davon ausgehen, dass ca. 5% des Schwarzwildbestandes eine gewisse Immunität haben, beziehungsweise durch mangelnden Kontakt nicht infiziert werden. Also das ist relativ geringe Größe. Man redet davon 1 auf 10.000 Hektar, so in die Richtung, um keine weiteren Infektionen zustande kommen lassen. Ich gehe mal aus, dass auf alle Fälle im Bereich Wiesenbrüter sich was verändern könnte. Eventuell auch beim Rehwild, weil ja auch das Schwarzwild auf die frisch gesetzten Kitzeher zum Beispiel drauf geht. Eventuell kann es sein, dass andere Tierarten oder Wildarten in die Nische ein bisschen reinrutschen, so Allesfresser, eventuell Marderhund oder Waschbär noch ein bisschen stärker aufkommt, weil sie weniger Druck haben, weniger Nahrungsdruck haben jetzt. Und wir müssen eben auch erstmal sehen, wie sich das jetzt mit den anderen Schalenwildarten natürlich entwickeln wird. Es kann durchaus sein, in den Gebieten, wo natürlich keine landwirtschaftliche Nutzung mehr aufkommt, dass eine komplett neue Struktur entsteht, dass eben wieder mehr Brachflächen entstehen zum Beispiel, dass da natürlich dann auch mehr Repiner, Fasane oder ähnliches, Wiesenbrüter, Kiebitze, Brachvogel und so weiter wieder vorkommt. Also ja, da will ich jetzt keine Aussage in der Richtung treffen, dass ich sage, die und die Wildart wird jetzt mehr und die wird weniger. Also das wird schon Auswirkungen haben. Wir müssen ja auch erstmal sehen, wie sich das jetzt mit den Prädatoren auswirkt. Das ist ja bei uns auch noch ein großes Thema. Wir sind ja Wolfsland hier, haben eine sehr hohe Wolfsdichte, mehrere Rudel allein in diesem Gebiet da oben. Der Faktor Übertragung des Virus durch den Prädator spielt ja auch noch eine Rolle. Da hat man im Prinzip sich noch nie hundertprozentig dazu geäußert, ja oder nein. Aber eigentlich wäre es unlogisch, weil der Virus ja auch ein Kontaktvirus ist, der ja übertragen werden kann durch direkten Kontakt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Wolf Aas anschneidet, Kadaver anschneidet, jetzt nimmt er ja auch die Körperflüssigkeiten auf und trägt das ja weiter in seinem Fang, und dann kommt die Verbreitung über das Rudel selber jetzt und dann zu nächsten Stücken, wenn sie jetzt dann aus dem Rudel, aus der Rotte zum Beispiel, ein Stück rausjagen jetzt. Und kann durchaus sein, wissen wir noch nicht. Kohlgrabe haben wir auch sehr starke Bestände hier. Also das sind alles so eine Sachen, die nicht endgültig geklärt sind, die aber jetzt auch zurzeit noch nicht vordergründig auf dem Buch stehen. Jetzt, wir haben wirklich erstmal andere Probleme. Das Jahr 2020 hat ja schon schwierig angefangen. Thema Corona hatten wir eben. Jetzt noch die ASP. Was fällt Ihnen so dazu ein? Nicht mehr viel. Dass die ASP kommt, wusste man eigentlich, das war klar. Dass es jetzt natürlich mit Corona zusammentrifft, ist wirtschaftlich eventuell verheerend, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen können schon gravierend sein, gerade hinsichtlich Exportstopp zum Beispiel in Nicht-EU-Länder. Wenn das wirklich so passieren sollte, dass der ganze asiatische Markt aussteigt, dann würde das für unsere Schweinezüchter natürlich ein ganz schöner Schlag ins Kontor sein.
und für die Fleischwirtschaft an sich jetzt auch, für die ganzen Schlachtbetriebe, was da alles dran hängt, das ganze Umliegen. Das ist ja nicht nur der Züchter dann, das sind ja die Futtermittelhersteller, die Tierärzte, alles. Das ist ja ein riesen Konglomerat, die dann dran hängt. Und das sind keine guten Vorzeichen, das muss man dazu sagen. Es wird sich ja bemüht, auch über die EU, aber natürlich jetzt von deutscher Seite über das Bundeswirtschaftsministerium und Ernährungsministerium zu schauen, dass man neue Verträge gestalten kann, wo eben andere Klauseln reinkommen, dass man zumindest dann aus den Gebieten, die nicht befallen sind, Beispiel Norddeutschland oder Süddeutschland, die zurzeit noch keinen Befall haben und hoffentlich auch keinen bekommen werden, das weiterhin vermarkten kann, weil das würde natürlich schon schwerwiegende Konsequenzen haben für alle. Und dann natürlich zusätzlich zu der angeschlagenen Wirtschaft oder gesamtwirtschaftlichen Situation, wo ja die Landwirtschaft sowieso die letzten 2-3 Jahre durch die Dürreperioden sowieso schon stark vorgeschädigt war, regional stark vorgeschädigt worden. Wir hier in der Lausitz sowieso mit unserer Sandbüchse, bei uns ist Wasser wirklich Mangelware. Und ja, da ist dann auch nicht mehr viel an Rücklagen da, wo dann die Bauern, die Züchter sagen können, hier, ich mache das Portemonnaie auf und versuche den Betrieb über Wasser zu halten. Und die Sache ist ja natürlich, wenn ich in dem Sperrgebiet, in dem Überwachungsgebiet meine Stallungen habe und meine Stücke nicht mehr vermarkten kann, muss ich sie ja irgendwann dann auch schlachten, töten, keulen. Und wer einmal aufgehört hat, der wird wahrscheinlich nicht mehr anfangen. Bei den kleineren auf alle Fälle, weil definitiv ja die Karenzzeit, bevor man dann wieder neu in den Stallanlagen weiterarbeiten darf, sehr groß ist. Und es wird kein Bauer 2-3 Jahre eventuell seine Stallanlagen leer halten und dann sagen, oh hier, morgen fange ich wieder an. Weil die Investitionen sind sehr groß. Es ändert sich ja auch vom Tierschutz einiges die nächste Zeit, die nächsten Jahre, wo dann eventuell die ganzen Stallanlagen dann nochmal komplett umgebaut werden müssten oder neue gebaut werden müssten. Und ja, das ist insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation. Nochmal, um auf die Bejagung zurückzukommen. Denken Sie, man müsste noch über mehrere andere Methoden nachdenken? Fallenfangen ist ja ein Thema. Fallenjagd haben wir hier schon. Also wir haben bei uns im Landkreis mehrere Fallen laufen. Unter anderem hier auch im direkten Grenzgebiet. Das ist natürlich eine sehr schwierige Sache in der Hinsicht, dass man die Fallen natürlich nur in Gebiete bringen kann, wo man sehr, sehr wenig menschlichen Kontakt hat. Wir haben hier einerseits durch den Spreewald, andererseits durch die Stadt Cottbus oder eben Schlaubetal zum Beispiel oder Neiße-Radweg natürlich sehr viel Tourismus. Das ganze Lausitzer Seenland, das wird immer mehr an Touristen, die da kommen. Und dadurch ist natürlich der Bedarf der Bevölkerung da, im Prinzip zu jeder Tag- und Nachtzeit im Wald, auf Feld, auf Wiese, weiter Flur anwesend zu sein. Und da ist es natürlich sehr schwierig, erstmal die Methodiken zu vermitteln der Bevölkerung. Und wir haben im urbanen Bereich, im Stadtbereich auch eine relativ starke Klientel der Jagdgegner, die natürlich da auch nicht zurückscheuen, dann die Anlagen zu zerstören. Das haben wir immer wieder auch bei jagdlichen Einrichtungen grundsätzlich schon gehabt, auch in unserem Bereich hier. Und das hält keiner auf Dauer aus, weil das natürlich ein hoher finanzieller Schaden dann ist und nicht im Sinne des Erfinders ist. Dann müssen die Leute, die Jäger, die das betreiben, natürlich entsprechend geschult sein, weil da geht es wirklich darum, ganze Rotten zu entnehmen. Es funktioniert, der Dr. Gleich hat es ja vorgemacht, ich kenne ihn persönlich, ich kenne auch den Professor noch von Rostock, mit ihm auch schon Kontakt gehabt. Also die waren da die absoluten Vorreiter. Die haben ja im Prinzip diese ganze Methodik, so wie wir sie zu DDR-Zeiten noch hatten, wie das bei vielen Jägern ja auch noch im Kopf drin ist, wo man im Prinzip Eisengitter hatte und dann mit der Flinte, mit dem Flintenlaufgeschoss reingeballert hat, jetzt so, um die Tiere, um die Stücke zu erlegen. Natürlich verbessert, verschiedene Versuche gemacht, wie man, wo man was ändern kann an der ganzen Sache, um wirklich wirkungsvoll zu fangen.
Und das muss natürlich dann auch richtig durchgeführt werden, das ist klar. Bei uns ist es so, der Landkreis ist da in Vorfinanzierung gegangen. Also die haben einiges an Fallenmaterial gekauft, was auch abgerufen wurde. Also wir haben zurzeit, glaube ich, 9 oder 10 Fallen im ganzen Landkreis stehen. Zu Anfang war die Gegenwehr sehr groß, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, die älteren Jäger haben eben das noch aus DDR-Zeiten im Kopf. Ich befürworte es eigentlich sehr und ist partiell in gewissen Gebieten sehr sinnvoll, gerade jetzt in der Neißaue zum Beispiel unten oder an Gewässerrändern zum Beispiel, wo größere Schilfgürtel sind oder eben Waldkomplexe sind, wo auch Wasser mit dabei ist jetzt, wo die Sauen suhlen können, da hat man sie auch ganzjährig da. Ich bei mir in meinem Revier jetzt zum Beispiel hatte 3 Monate gar keine Sauen da, weil auf der Kuppe oben Sand, kein Wasser, keine Suhle und so weiter. Die sind nur ab und zu mal durchgezogen, wenn sie von einem Acker auf den nächsten wollten. Da braucht man natürlich so eine Falle nicht hinstellen. Das hat dann natürlich keinen Sinn. Da ist der Aufwand zu dem, was hinten rauskommt, viel zu hoch.